Die Sendung wird unterstützt von Spiecher Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren. spiecher-handwerk.ch. Als ich 14 war, schrieb ich in mein Tagebuch: Wenn ich erstmal schön bin, dann werden mich alle mögen und ich mich selber auch. Und dann wird auch dieses Loch verschwinden, dieses nagende Zweifeln an allem. Ja, auf der Suche nach Schönheit habe ich mich dann in den Fitnesswahn geschlagen, auch ins Model-Business. Ich habe alles versucht, ich bin gerannt und gerannt. Und trotzdem kam nie der Moment, wo ich gut genug war. Und ich glaube, ich würde immer noch darauf warten, wenn ich nicht irgendwann einen entscheidenden Entschluss gefasst hätte. Tabitha Bühne, herzlich willkommen bei uns. Ja, ich bin begeistert, es ist wunderschön hier. Wir sind, wie man bei uns sagt, in einer Party am Pfäffikersee, Strandbad Auslikon. Hattest du wahrscheinlich nicht gekannt vorher, ne? Nein, ich bin aber schwer beeindruckt, auf jeden Fall. Du bist eine ganz spannende Frau mit ganz vielen verschiedenen Seiten. Ich habe etwas mitgebracht, ich will dich überraschen damit. Ui. Ich habe folgende Schlagzeile gelesen und möchte wissen, ob du dich und wie weit, wenn ja, wie weit damit identifizieren kannst, was Michelle Hunziker hier sagt. Macht ihr Glück nicht mehr von den Männern abhängig, jawohl. Was sagt denn dein Mann dazu? Das wird er wahrscheinlich schätzen, oder? Ja, doch. Also nehm ich glaube, das ist für ihn eigentlich besser so. Weil wenn ich mir da jeden Tag Gedanken machen würde, dann wäre es, glaube ich, noch anstrengender, als es eh schon mit mir ist. Ja. Was ist denn so anstrengend an dir? Ich glaube, ich bin ein Mensch, der ja einfach wahnsinnig viel von sich selber fordert, auch manchmal viel von anderen. Es ist nie gut genug. Also ich bin schon sehr perfektionistisch und habe viel Emotion. Ja, im Guten wie im Schlechten. Ne? Das ist anstrengend, wenn jemand impulsiv ist und auch ständig irgendwie Fragen stellt und ständig irgendwie denkt, er müsse woanders sein. Also ich bin schon auch ein bisschen rastlos von naturell her. Und das sind wir so mitten im Thema. Wenn man dich heute sieht, würde man nicht denken, wie das Kind Tabitha Bühne war. Ja. Wie warst du als Kind? Ich war wirklich nicht besonders schön. Also ich habe geschielt, ich hatte sehr schlechte Haut, ich bin immer in Joggingklamotten rumgelaufen. Wir hatten auch nicht viel Geld. Meine Eltern, denen war ganz wichtig, dass wir eben nicht so auf die Optik achten, sondern auf unser Inneres. Und gerade als Mädchen, also bloß nicht schön sein, das macht das Leben nur schwierig. Und ich hatte schlechte Noten. Ich habe dauernd irgendwie das Gefühl gehabt, mit mir stimmt was nicht. Wurde viel gemobbt, schon auf dem Weg zum Bus. Also ich bin jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Bushaltestelle gegangen oder gefahren mit dem Fahrrad, weil ich wusste, es ist jeden Morgen jemand da, der dir sagt, dass du hässlich bist. Und also er hat viele Dinge gesagt, die würde ich jetzt ungern aussprechen, aber er hat mich jeden Tag wissen lassen, dieser Junge, dass ich eigentlich nicht auf diese Welt gehöre. Und wenn du das jeden Tag hörst, Jahr für Jahr, und nie drüber redest, macht das halt auch was. Da war ich sehr schüchtern, ängstlich, wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Ne? Ich wusste nicht, wohin mit mir. Finde ich eine interessante Formulierung. Dann hattest du ein einschneidendes Erlebnis damals, als ein 11-jähriges Mädchen ermordet wurde. War das eine, die du kanntest persönlich? Ja, es war eine Freundin von mir. Wir hatten uns eigentlich gerade erst so richtig angefreundet und das war deswegen komisch, weil ich bin ja damit aufgewachsen, Gott hat alle Kinder lieb und der passt auf uns auf und es ist alles gut. Und dann wurde meine Freundin von einem Mann ermordet. Der hat mit einer Flasche das Hirn zertrümmert, weil sie geschrien hat, als er sie vergewaltigen wollte. Die wurde in eine Scheune gelegt, ist da über die Nacht dann gestorben. Und das war für mich wirklich sehr, sehr schwer, weil du auf einmal merkst, Gott ist ja nicht da, ne? Der hat ja nicht aufgepasst. Als Kind irgendwie, ja, wenn er da nicht aufgepasst hat, warum passt er dann auf mich auf und passiert mir das Gleiche? Und ich weiß noch, dass ich angefangen habe, dann nachts zu rennen. Also ich bin wirklich in den Wald und habe gerannt und gerannt in der Dunkelheit, um meine Angst zu besiegen, ne? Weil mir wurde halt damals gesagt von Leuten, ja, es ist ja nicht so schlimm und für mich war es schon schlimm,
weil ich auf einmal gemerkt habe, ich kann auch morgen sterben. Auf mich passt keiner auf. Also das Gottesbild kommt ins Wanken. Genau. Und auch das Männerbild nehme ich an, ja? Das Männerbild sowieso. Mhm. Also da war für mich klar, Männer sind ganz gefährlich. Mhm. Und da muss man sich in Acht nehmen. Und ja, also dass es böse Menschen gibt. Ne? Ich bin halt nicht damit aufgewachsen. Also bei uns war halt zu Hause immer klar, es gibt Jesus und der hat uns lieb. Und wenn du Christ bist, ist eigentlich alles in Ordnung. Und es gibt aber wahnsinnig viel Böses. Bist du mit den Fragen zum Beispiel da nach Hause gekommen auch? Das Komische ist, ich habe über die meisten Dinge nicht geredet. Ich weiß heute nicht, warum. Ich habe einfach die Dinge immer mit mir selber ausgemacht. Also es gibt ja verschiedene Strategien, wie man mit Schmerz umgeht. Ne? Es gibt die Todstellstrategie, so zu tun, als wäre nichts. Das habe ich lange gemacht. Ich habe aber auch dann dagegen angekämpft. Ich habe selten darüber geredet, was mir wehtut. Mir fällt das auch heute noch schwer. Weil wenn du dich öffnest und sagst, was dir wehtut oder... Und wenn dann jemand sagt, ja, stell dich nicht so an, so schlimm ist das ja nicht, dann ist es ja noch schlimmer. Du gehst immer ein Risiko ein, wenn du dich dann verletzbar machst, ja? Genau, ja. Mit 16 gibt es so etwas wie einen Relaunch. Also man könnte sagen, Tavita 2.0. Ja, das stimmt, ja. Was ist da passiert? Also wie hast du dich dann angefangen zu verändern? Mit dem Schulwechsel wusste ich, ich will nie wieder ausgelacht werden wegen meinem Aussehen. Ich will nie wieder davor Angst haben, in den Bus zu steigen, weil mich jemand beleidigt wegen meiner Optik. Und dann habe ich mir die Haare gefärbt, habe andere Klamotten angezogen, habe angefangen, mich zu schminken. Und das war wirklich skurril, weil von einem Tag das graue Mäuschen, das irgendwie nicht so richtig klarkommt, zum anderen Tag war ich dann die Blonde mit der lauten Klappe, die irgendwo... Da hast du andere Probleme. Ja, ja. Aber ich war halt auf einmal, ich habe halt gesagt, jetzt volle Pulle. Also wenn, dann richtig. Und dann habe ich gute Noten gehabt, ich war beliebt. Also das Optische hat ja was gemacht. Wenn du gut aussiehst, hast du es ja leichter. Würdest du sagen, ja, generell? Ja, in dem Moment schon. Ja. Weil du wirkst selbstbewusster, die Leute reagieren anders. Auf einmal gucken dich die Jungs an und finden, ist ein anderer Blick. Aber das Blöde ist, egal wie schön du bist, also mir ging es so, ich habe mich immer noch so gesehen wie mit 12. Mhm. Ich bin im Inneren immer noch die Tabita, die damals ausgelacht wurde und die immer noch die Stimmen im Kopf hat, du bist hässlich, du bist dumm, dich kann man eh nicht lieben. Ja, selbst wenn du viel Applaus kriegst, viele Leute dir sagen, du bist schön, du findest dich trotzdem hässlich. Und alles, was du nachher tust, ist irgendwie diese Stimmen irgendwie wegzukriegen. Und wahrscheinlich schafft man das sowieso nie ganz. Ja? Ach Quatsch, die bleiben ja immer da. Die werden immer mal lauter und mal leiser. Aber war das auch der Antrieb Richtung Model-Business dann irgendwann mal? Also das war schräg, das war ja eher ein Unfall. Ne? Also ich war bei der Miss Germany als Assistentin und eigentlich gesehen, die sind alle nicht glücklich, obwohl die alle so schön sind. Aber dann sprach mich einer an, ob ich nicht auch mal modeln will. Und dann bin ich irgendwie für die Miss Germany irgendwie nach Costa Rica zu so einem Wettbewerb. Und ich konnte noch nicht mal richtig laufen. Ich habe Fußball gespielt, ja? Mhm. Ich laufe wie ein Junge. Und dann haben die da echt 8 Stunden Catwalk-Training gemacht. Und es hat immer noch nicht funktioniert. Und da in Unterwäsche über den Laufsteg und der ganze Horror. Und ich war so unglücklich die ganze Zeit. Ne? Und aber die anderen eben auch, die mit dir um die Wette gelaufen sind, oder wie? Ne, das war lustig. Ich dachte ja, die sind alle so perfekt. Ja. Ne? Ich habe ständig auf dem Klo eine gefunden, die gekotzt hat oder traurig war. Klar gab es auch ein paar, die glücklich waren, aber im Grunde ist es so, eben dieses ständige Vergleichen. Du kannst nicht loslassen, du kannst ja auch nicht einfach essen, was du willst. Mir wurde dauernd gesagt, ich bin zu dick, weil ich halt relativ muskulös immer schon war, wegen dem Sport. Dann musst du irgendwie, eigentlich darfst du nie was essen, du musst aber immer gute Laune haben. Wenn du nichts isst, hast du aber keine gute Laune. Dann fängst du an mit irgendwelchen anderen Kram. Das hört sich nicht so gut an irgendwie. Hä? Ach, es ist schon auch lustig, du erlebst viel, du reist viel, aber du hast halt diese Zweifel, die werden halt nie... Ich sag mal, du drehst dich halt viel darum, wie du wirkst. Und du weißt nie, liebt man dich wirklich oder ist es nur die Hülle? Oder was ist denn, wenn ich das verliere? Und was bleibt am Ende übrig? Ne? Ist schwierig. Wie kam es dann, dass du mit 20 pleite warst und der totale Zusammenbruch, psychisch am Boden, dann gehst du wieder zu den Eltern und versuchst da irgendwie wieder Boden unter die Füße zu kriegen?
ich hatte dann ja angefangen mit der Schauspielerei und hatte dann Angebot, in einem Horrorfilm die Hauptrolle zu bekommen. Horrorfilme sind nicht so mein Ding. Ich habe eh schon genug Angst, ja, aber ich dachte, gut, das ist jetzt das ideale Training. Das wäre es jetzt gewesen. Genau, ja. Gegen die Angst, einen Horrorfilm zu drehen. Ja. Und wir haben dann ein Dreivierteljahr gedreht. Und dann auf einmal war das so, dass der Regisseur und das Finanzteam, die haben sich richtig in die Haare gekriegt. Richtig. Und dann stand der Regisseur irgendwann auf dem Feld mit einer Knarre und wollte sich erschießen. Und er hat es Gott sei Dank nicht gemacht. Dann wäre es ein richtiger Horrorfilm geworden. Dann wäre es ein richtiger Horrorfilm geworden. Aber er hat es nicht gemacht. Aber er hat als Strafe das ganze Material in die Tonne gekloppt. Der Film war halt dann in der Tonne. Also wir sind nicht ins Kino gekommen. Ich habe ein Dreivierteljahr umsonst gearbeitet. Ich hatte echt kein Geld mehr. Und es war echt peinlich. Ne? Es war sehr peinlich zu merken, ich werde es als Schauspielerin nicht schaffen. Ich hatte dann auch irgendeinen Film gedreht, der wurde total zerrissen. Also es war, die Kritiken waren auch miserabel. Und da habe ich gewusst, okay, es ist vorbei. Also ich kann so nicht weiter. Und ich habe auch wirklich Panikattacken gekriegt und bin dann nach Hause zu meinen Eltern und saß dann da und habe eine Woche nicht geschlafen, gar nicht geschlafen, eine Woche lang. Und bin wirklich fast durchgedreht. Und da habe ich gemerkt, ich habe nichts unter Kontrolle. Also der Kontrollverlust. Boah, ist furchtbar. War schlimm für dich, für Menschen, die so funktionieren, ja. Sowieso. Jetzt irgendwie Mitte 20 warst du da, da hattest du eine richtig schwierige, toxische Beziehung zu einem Hochleistungssportler. Ich zitiere etwas aus deinem Buch «Ab morgen bin ich schön». «Ich aß, um Löcher in meiner Seele zu stopfen und hungerte die Kilos runter. Als er sich an Weihnachten per Telefon von mir trennte, verlor ich den Boden unter den Füßen, war 3 Jahre lang ein seelischer Krüppel.» Ja. Eine heftige Geschichte. Mhm. Und er war Hochleistungssportler? Ja, er war auf jeden Fall sehr, also es war ein Triathlet. Triathleten sind ja auch ein eigenes Völkchen. Und er war schon ein Mensch, der auch in allem Perfektion anstrebte. Ja. Was ich ja auch am Anfang sehr, sehr spannend fand. Also ich mag ja auch Leute, die irgendwie, ne, ein bisschen Energie haben. Aber ja, also wo das zu Ende ging, bin ich in das alte Loch gefallen, ne? Weil ich ja immer Angst hatte, dass ich eben nicht liebenswert bin. Und gerade die Trennung hat das alles eigentlich bestätigt, dass man mit mir nicht leben kann, dass man mich nicht lieben kann, dass ich im Endeffekt doch nicht dazu tauge. Und wenn du halt jahrelang irgendwo versucht hast, jemand zu sein, der du nicht bist, und das habe ich gemacht, du kannst halt nicht geliebt werden, wenn du nicht wirklich gekannt bist. Eigentlich habe ich ihn nicht gekannt und er hat mich nicht gekannt. Und dann, ja, war für mich klar in dem Moment, wo die Trennung war, ich fange an mit Drogen, ich fahre mein Leben an die Wand oder ich mache jetzt alles für den Erfolg, also egal ob beruflich oder sportlich. Und dann habe ich halt angefangen zu rennen. Ne? Ich weiß noch, ich bin in einem Jahr, glaube ich, 12 Marathons gelaufen, habe einen Ironman gemacht, habe mit Ultralaufen angefangen. Also ich habe einen 100-Kilometer-Lauf gemacht durch die Nacht und es war herrlich, weil endlich mal das Herz aufhörte zu schmerzen. Also die Beine, das war mir echt egal. Eine Hauptsache, dieses blöde Herz hört mal auf. Und jeder, der das kennt, weiß, wie das ist. Ne? Man kommt nicht so leicht da raus, wenn man jemanden verliert, den man liebt. Weil für mich jedenfalls das wirklich so war, wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich nie heiraten. Dann werde ich nie eine Beziehung führen können. Ich werde nie wieder einen Mann lieben, weil Männer sind schlecht. die tun nur weh. Und ja, ich bin gerannt und gerannt. Immer dieses Extreme, Alter, auch, ja, von einem, ja, Punkt zum anderen. Ja. Und hattest du beim Laufen auch, bei diesem Extremsport, auch das Gefühl, die Kontrolle wieder zu haben? Ja, total. Ja. Also ich weiß noch, ich bin 174 Kilometer gelaufen, im Kreis, ja. Also das war irre. Also es war so ein, okay, so ein Lauf übers Wochenende und ich wollte eigentlich nur ein paar Kilometer laufen. Aber dann lief ich da so wie Forrest Gump und lief und habe da auch einen Rekord aufgestellt, weil ich einfach froh war, irgendwie zu merken, ich habe noch irgendwas unter Kontrolle. Durch den Sport, ich kann meinen Körper quälen. Also es hört sich jetzt, also mir macht das Laufen Freude. Ich glaube, das Laufen ist das beste Mittel gegen Depressionen. Mhm. Laufen macht fröhlich. Aber ich bin nur noch weggerannt. Ich bin nicht mehr irgendwo hingerannt, sondern ich bin nur noch weggerannt. Also eine Art Flucht vor dir selber? Ja, ja. Vor mir und vor dem Schmerz und vor den Männern und vor Gott, vor allen. Vor allem? Ja, vor allen, ja. Aber irgendwann mal hat er auch gestreikt, dein Körper. Ja, oder? Ordentlich. Ja. Beim Etappenlauf, ja, in den Alpen. Da ging nichts mehr. Ja. Gar nichts mehr. Das da war wieder Kontrollverlust, ne? Wieder irgendwas, wo ich nicht mehr weiter konnte. Aber es ist, ja.
Hat sich öfter mal wiederholt in meinem Leben. Man lernt ja nicht aus seinen Fehlern. Später hat dafür das mit der Liebe dann doch geklappt, mit dem Fernsehauslandkorrespondenten und promovierten Historiker Markus Spieker. Habe ich übrigens in einem Referat gehört. Ich war total weg, wie er schafft, die Geschichte des Glaubens wirklich mit so zu erzählen, dass man den Eindruck hat, dass es Relevanz hat bis heute. Ja. Und du bist Hals über Kopf nach Indien ausgewandert zu ihm. Was muss das für ein unglaublicher Typ sein, dass du das gemacht hast? Ja, das ist wirklich wahr. Ja, ja, vor allem, ich kannte ihn ja nicht. Ne? Ja, genau. Also ich war wirklich der Meinung, ich werde nie heiraten. Also du hast ich war ihn irgendwo verfolgt auf Facebook? Ja, oder? Der war ja auch, der ist 11 Jahre älter. Der ist überhaupt nicht mein Typ. Ja, überhaupt nicht. Und mein Papa hat mir immer Bücher von diesem Markus Spieker gegeben, ich soll die mal lesen. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass Autoren ganz wenig Feedback kriegen, meistens nur von Kritikern. Dann habe ich gesagt, so, ich schreibe jetzt, Dostojewski ist tot, C.S. Lewis ist tot, ich schreibe jetzt Markus Spieker. Der hat mir echt geholfen mit seinen Büchern. Also alle, die ihn noch nicht gelesen haben, ihr müsst ihn und lesen. Und er ist nicht dein Typ. Das haben wir jetzt. Typ. Nein, hast du ihm das nicht gesagt? Ja, nein, ja, er hat es gemerkt, glaube ich. Nein, er hat ein gutes Selbstbewusstsein. Er war schon sicher, dass ich mich schon noch in ihn verliebe. Aber nein, es war wirklich so, ich habe dem geschrieben. Ein halbes Jahr später habe ich meinen Job gekündigt, bin nach Indien gegangen, wo ich nie hin wollte, und habe einen Mann geheiratet, den ich nicht kannte. Wirklich nicht kannte. Ich wusste aber, das ist der Richtige. Und das war echt ein Wunder. Und alle haben gedacht, ich habe den Verstand verloren, weil, wie gesagt, also erstens, dass ich heirate, zweitens, dass ich meinen Job kündige und drittens, dass ich nach Indien gehe. Das war für mich und für viele schon, ja, überraschend. Was hast du gemacht vor allem in dieser Zeit? In Indien? Ja. Also zum Glück wusste ich, dass ich ein Buch schreiben soll. Also ich schreibe ja, seit ich irgendwie 4 Jahre alt bin. Das ist für mich neben dem Laufen eine große Tankstelle. Das hilft unheimlich, um alles zu verdauen, was so passiert, um mich selbst besser zu ertragen. Der Vorgang des Schreibens. Genau, das Schreiben. Und ich durfte auch mit Markus, mit dem Team immer mit. Das heißt, wir waren in Nepal bei den Honigjägern. Wir waren in einem Dorf, wo vor kurzem 8 Frauen gesteinigt, oder 5 Frauen gesteinigt wurden, weil man dachte, das wären Hexen. Ich habe versucht, Indien kennenzulernen. Und ich muss sagen, ich bin ja eher ein Typ, der das Alleinsein sucht. Ich bin eigentlich Naturmensch. Ne? Und ich wollte eigentlich nie nach Indien, weil in Indien triggert dich alles. Ja. Alle Ängste kommen wieder hoch. Du hörst so viel, du riechst so viel. Alles, was du nicht sehen und riechen und hören willst, kommt auf einmal wieder. Und dann bist du in dem Chaos und musst irgendwie klarkommen. Und ja, ich glaube schon, dass Gott mich an den Ort gebracht hat, wo ich nie hin wollte. Du warst aber auch an einem Ort, der bekannt geworden ist durch die Beatles. Ja. Diesen Yoga-Ashram. Sag mal etwas darüber, weil da hattest du, glaube ich, ein sehr unerwartetes Erlebnis. Damit hast du nicht gerechnet. Nein, überhaupt nicht. Also erstmal bin ich kein Yoga-Fan, ich bin ja Läufer. Ne? Und dann hatte ich aber den Eindruck, ich soll jetzt nach Rishikesh. Rishikesh ist halt eben das Mekka. Das ist irgendwo, ja, genau. Das Mekka der Sinnsucher. Und dann, es waren auch viele, die sagten, wie, was machst du denn jetzt da? Das macht man doch nicht. Ich sagte, nee, ich weiß, ich muss jetzt dahin. Bin ich für eine Woche dahin. Und habe da tatsächlich bei so einem Yoga-Ashram mitgemacht. Und ich habe da 2 Dinge erlebt, die komisch waren. Das erste war, dass ich mit dem Yoga, mit dem Guru, einige interessante Gespräche hatte. Und immer wieder dieses Selbsterlösen. Also ich kriege heute noch ein bisschen die Krise, wenn man Yoga macht und es hört sich dann so an, ja, du bist vollkommen. Es ist alles gut mit dir. Du bist genau richtig, wie du bist. Und bei mir ist immer alles, nein, das stimmt nicht. Ne? Und dieses sich selbst erlösen. Und Gott ist in allem und in jedem. Und irgendwie, du musst dich selbst auflösen irgendwann. Du musst dich selbst erlösen und dann löst du dich auf und es wird alles gut. Und es ist irgendwie alles. Ich habe da echt oft gedacht, okay, ich kann mich aber nicht selbst erlösen. Also, und ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht göttlich bin. Also ich brauche da schon jemand anders. Und das Komische ist, ich bin da hingefahren und habe eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich kapiert, dass der Unterschied nicht ist, dass ich so jetzt so stark bin oder dass ich mich selber retten kann, sondern dass ich einen Gott habe in Jesus, der mich liebt. Das kennen die Inder nicht. Die kennen das nicht, dass es einen Gott gibt, der dich wirklich kennt und liebt und der dich erlösen will. Und ich kann mich nicht retten.
Ich kann mich nicht vor mir selber retten und auch nicht vor den anderen. Ich brauche jemanden, der mich erlöst. Und das wurde mir so groß. Ich war so glücklich, weil ich zum ersten Mal, weißt du, ich saß da, wir haben Lach-Yoga gemacht, wir haben Wein-Yoga gemacht. Ich hab alles mitgemacht. Mir tat alles weh. Dann hatte ich noch eine Magen-Darm-Vergiftung. Ein Esel hat mich 2 Minuten ausgelacht. Es ist alles Mögliche passiert. Es war so skurril. Und dann sitze ich mit einer Frau im Auto. Wir sollten auf so einem heiligen Berg. Und die fragt mich so, wer ich so bin. Ich sage, ja, und ich bin Christ und bin jetzt hier und weiß auch nicht genau, was ich hier mache. So nach dem Motto. Die so, das kann nicht sein. Sagt, sie ist extra aus London, eine Investmentbankerin. Sie ist extra aus London nach Rishikesh, weil sie dachte, da trifft sie keinen Christen. Und da findet sie endlich den Sinn. Und sie ist jetzt seit Wochen hier und sie findet keinen Sinn. Und da saßen wir nebeneinander, ich, die irgendwie da mich auch nicht genau wusste. Und sie, die irgendwie vor ihrem Gott davongelaufen ist. Und ausgerechnet in Rishikesh trifft sie eine Christin. Und das war für uns beide so lustig, dass Gott uns irgendwo beide benutzt hat, füreinander. Aber vor allem, dass ich wirklich zum ersten Mal da saß und wusste, es kommt nicht drauf an, wer ich bin, was ich mache. Das wird nie reichen. Und ich habe Jesus und der hat mich lieb. Und der will mich erlösen. Und das ist ein Geschenk. Und das ist so, dadurch, dass man es so oft gehört hat, ist es nicht im Herzen. Du kanntest ja, du kanntest ja diesen Inhalt von zu Hause und so. Ist da ein Stück weit ein Kreis geschlossen worden, wo du herkamst mit vielen Erschütterungen, der Kinderglaube, der auch irgendwann mal total weg war. Ist da so etwas wieder entstanden wie Beziehung, wie Vertrauen zu diesem Gott? Oder ist das jetzt auch ein bisschen verkürzt und einfach? Ja, es sind mehrere Dinge passiert. Ich glaube, zum einen war es eben dieses, ich habe immer noch viele Fragen. In Indien, wenn du siehst, wie die Menschen sterben, wie Gott nicht hilft, nicht eingreift, das macht schon was. Wo ist dann Gott im Elend? Ne? Und gleichzeitig, das hatte ich dann im Himalaya, wo wir wandern waren, wo ich nachts den schönsten Sternenhimmel und die schlimmste Kälte gleichzeitig gespürt habe. Also, dass du den Schmerz und die Freude gleichzeitig hast. Dass du immer Fragen haben wirst und immer auch Schwierigkeiten haben wirst und trotzdem Frieden haben kannst. Ich dachte immer, es muss irgendwann perfekt sein. Ich muss irgendwann an einen Ort kommen, wo alles gut ist. Das werde ich hier nicht haben, das haben wir erst im Himmel. Aber diesen Frieden zu finden, loszulassen und zu merken, ich muss nicht Kontrolle haben, ich kann die Kontrolle Gott geben, da ist sie in sicheren Händen, der wird besser auf mich aufpassen als ich selber. Und egal, was passiert, ich werde mit ihm nicht untergehen, auch wenn ich sterbe. Und diesen Frieden zu finden. Ich glaube, das ist viel, ich versuche immer, es mit dem Kopf zu verstehen. Aber solange das nicht im Herzen ist, das ist wie mit Liebe. Solange du dich nur um dich selbst drehst, nur suchst und nicht loslassen und vertrauen kannst, bleibst du gefangen in dir selber. Und das habe ich halt jahrelang gemacht. Auch im Glauben. Ich habe immer viel gemacht. Ich wollte immer eine Sicherheit. Ich wollte immer, Gott sollte so und so zu mir sprechen. Aber nein, in Indien. Ja, da mir auf eine ganz andere Weise, das kann man nicht einfach sagen. Das sind viele kleine Dinge und ich finde es immer auch nicht gut zu sagen, ja, das eine, es hat Ping gemacht und alles war klar. Bei mir war es nicht so. Bei mir waren viele kleine Stationen. Gott musste da mein Herz ganz schön bearbeiten, bis ich auch in der Lage war, zuzuhören. Und du so einen Frieden bekommst, es ist alles gut. Interpretiere ich jetzt da zu viel oder geht es in die Richtung? Ja, ich glaube, ich hab neben allem, was schwer ist, einfach die Größe Gottes erfahren. Also zu merken, ich bin klein und Gott ist groß und das ist gar nicht schlimm, sondern das ist gut. Und das habe ich schon in dieser Phase sehr gemerkt in Indien. Aber es war auch ganz klar, ich muss jetzt irgendwann den Entschluss fassen, aufzuhören, meinen Wert davon abhängig zu machen, was andere über mich denken oder was ich über mich denke. Kann man das einfach so beschließen? Nein, das ist nicht so, dass man es einfach so beschließt. Aber ich wusste, ich muss jetzt den Punkt finden, wo ich damit aufhören will. Und wirklich jeden Tag bewusst sagen, ich will schön sein, ohne den Verstand zu verlieren. Ich will nicht mehr perfekt sein. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss mich nicht selbst retten. Ich will wirklich jetzt darauf vertrauen, dass Gott mich kennt und liebt. Dass er einen Plan hat. Dass ich ihm vertrauen kann. Aber gleichzeitig eben Gott vertrauen und loslassen und trotzdem aus dem, was ich habe, das Beste zu machen. Es bringt nicht zu sagen, jetzt ist alles gut. Ich entscheide mich jetzt, ich bin jetzt in das Ordnung. Meine ich. Und alles wird gut. Ja, da kann man die neue Motivationsspeakerin geboren. Käse ist das.
Die alten Fragen, die alten Stimmen kommen immer wieder, vor allem wenn du krank oder traurig bist, kommen die alle wieder hoch. Aber du kannst Frieden finden und ich glaube, es ist wichtig, die Selbstwirksamkeit. Gott vertrauen und zu sagen, ich kann, wenn ich das möchte, kann ich das lernen. Ich kann, genau wie ich meinen Fokus auf was richte, ich kann lernen, dass ich eben nicht mehr darauf achte. Also ich glaube, das ist wirklich ein Prozess. Und allein das, dieser Entschluss zu sagen, ich will nicht, dass das mit 40 noch so ist wie jetzt. Ich will nicht mit 50 eine bittere Frau sein, die ständig nur Fehler sieht bei sich und anderen. Ich will das nicht mehr. Und dann passiert was, dass man auch einfach das, was hier drin ist, dass es eben runterrutscht. Und das ist wirklich, das geht nicht von jetzt auf gleich, bei mir auch nicht. Aber der Wille dazu, der Entschluss und zu merken, mit Gottes Hilfe, mit Humor, und mit dieser Entschlossenheit auch, sich nicht aufzugeben, das macht was. Und da merkt man kleine Schritte und manchmal fällt man, aber es geht in die richtige Richtung und dann kommt halt ein Frieden. Und ich glaube schon, wir können uns nicht selber retten, aber wir können schon was dafür tun, in die richtige Richtung zu laufen und nicht immer im Kreis oder immer nach hinten gucken. Ne? Also, und Rückschläge können dazugehören. Immer. Und das macht dich eben so besonders, finde ich, und glaubwürdig auch, dass du nicht einfach sagst, ja, jetzt kannst du das entscheiden und dann ist das Thema erledigt. Ja. Das wäre ja schön, nein. Das Leben bleibt ein Kampf. Aber man hat andere Waffen. Ja. Du lebst ja mittlerweile wieder in Deutschland, ausgebildete Fitness-Expertin, schreibst für ein Laufmagazin. Jetzt, wie lebt man gesund, ausgewogen, ohne in Extreme zu verfallen? Gibt es da so die goldene Mitte? Pausen. Mhm. Pausen beim Essen. Also nicht snacken. Pausen beim Handy. Da bin ich voll jetzt dabei. Bis jetzt tut es noch nicht weh. Und Pausen beim Denken. Also wirklich, ich sage immer, wer einmal in der Woche 4 Stunden in den Wald ohne Handy geht, ist schon mal auf dem richtigen Weg. In den Pausen zu spazieren. Ich finde immer gut, wir können uns ja alle ändern, wenn wir heiraten oder so, wenn was Großes passiert. Wir ändern uns nur, wenn es ganz schlimm wird oder wenn wir ein tolles Ziel haben. Das heißt, wenn man gesund leben möchte, sollte man sich ein Ziel suchen, das einen motiviert, jeden Tag. Und für mich ist es ganzheitlich. Das heißt, morgens mit der Zeit der Stille anfangen, mit Gott reden, dann fängt schon mal alles anders an. Genug Schritte tun am Tag, also sich bewegen und vor allem jeden Tag lachen. Ich glaube, wenn man jeden Tag mal richtig lacht, am besten über sich selber, dann sieht man besser, okay, man kriegt mehr Falten, aber das ist trauriger. Aber ich glaube, man muss einfach dahin kommen, auch wirklich sich zu freuen, morgens aufzustehen und zu sagen, ich freue mich jetzt auf diesen Tag. Ich will mich über irgendwas freuen, weil das ist, glaube ich, auch wichtig für Gesundheit. Wir reden viel über das Essen und über Bewegung, ist alles wichtig, aber ich glaube, dieses Gleichgewicht zu finden, das ist das Allerwichtigste. Und ich könnte natürlich jetzt dir viele Stunden erzählen, wie man gesund und fröhlich lebt. Aber wunderbar, schöne Impulse dabei, umsetzbar. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und dass du so offen über dein Leben gesprochen hast. Es war mir eine große Freude. Danke dir. Wenn Sie Fragen haben und Anregungen, können Sie uns schreiben. RF Medien, Fenster zum Sonntag, 83 30 in Pfäffiken. Oder ein E-Mail an tv@rf.ch. Besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Die Sendung wurde unterstützt von Spiecher Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren. Spiecher-handwerk.ch